Amen. Ja, das Ende des Johannesevangeliums, oder sagen wir mal so eines der Endverse, weil es hat ja eigentlich zwei Schlüsse und zwei Ende. Ich meine den letzten Vers in Kapitel 20, da steht: Diese aber sind aufgeschrieben worden, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr dadurch, dass ihr glaubt, in seinem Namen das Leben habt. Es geht im Johannesevangelium um ein Ziel, dass wir an Jesus glauben. Und dieses Glauben, das Wort Glauben hier, geht's alles? Haben wir einen guten Klang? Das Wort Glauben hier, das bedeutet gegenwärtig glauben. Also es bedeutet nicht, man hat irgendwann mal an Jesus geglaubt, man hat sich irgendwann mal bekehrt, sondern es bedeutet in der Gegenwart, heute, hier und jetzt. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr heute, hier und jetzt an Jesus glaubt. Denn es ist wichtig, dass wir nicht irgendwann an Jesus geglaubt haben, sondern dass wir am Glauben festhalten, alle Tage unseres Lebens. Amen. Okay, das ist das Ziel des Johannesevangeliums. Nun hat Johannes, der Apostel, auch noch einen Brief geschrieben. Und im Johannesbrief geht es darum, dass wir wissen oder erkennen, 1. Johannes 5, dass wir das ewige Leben haben, die wir an den Sohn Gottes glauben. Das Schlüsselwort im 1. Johannesbrief ist also Wissen bzw. Erkennen. Wir dürfen etwas erkennen, wir dürfen etwas wissen. Und wir haben am Mittwoch uns mit dem ersten Kennzeichen beschäftigt, das ein echter Christ hat. Wir haben das Röntgengerät des Wortes Gottes angewendet, nämlich das Wort Gottes, und haben unser Herz angeschaut, ob wir im Glauben stehen, wie es mit unserem Herzen bestellt ist. Und da haben wir dieses erste Kennzeichen gelesen. Und wenn ihr euch noch erinnert und wenn ihr die Botschaft noch nicht angeschaut habt, es gibt sie auf YouTube anzuschauen, woran erkenne ich, dass ich wirklich errettet bin, heißt die Botschaft Teil 1. Und im 1. Johannesbrief 1, Verse 6 und 7, haben wir dieses erste Kennzeichen angeschaut. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und praktizieren nicht die Wahrheit. Und wir haben den Unterschied angeschaut zwischen Ausrutschen, um mal sündigen, oder in der Finsternis wandeln. Also auch am helllichten Tag, wenn wir unterwegs sind, kannst du ausrutschen, aber du wandelst nicht in der Finsternis. Du wandelst jetzt gerade bei Sonnenschein am helllichten Tag. Und das Problem ist nicht, dass wir sündlos vollkommen sein müssen, dass wir überhaupt keine Sünde mehr irgendwo begehen, sondern das Problem ist unsere Herzensausrichtung, unsere Gesinnung. Was tun wir jeden Tag? Leben wir da in Sünde oder leben wir in Licht, in Gerechtigkeit? Denn das Wort Gottes ist eindeutig. Wenn wir jeden Tag in Sünde leben, sind wir kein Gotteskind, sondern ein Kind des Teufels, gehen wir verloren, kommen in die Hölle, egal wie oft wir uns schon entschieden, bekehrt oder sonst was haben. Das war dann alles nicht echt. Also lügen wir uns nicht in die Tasche. Jedes echte Gotteskind, das errettet ist, geht auf einem hellen Weg. Hin und da gibt es Ausrutscher und ein echtes Gotteskind, dem tut es leid. Das bringt es sofort unter das Blut, bekennt das, bringt es in Ordnung und ist wieder auf dem hellen Weg unterwegs. Im 1. Johannesbrief 1, Vers 4, also zwei Verse vorher, steht: Diese Dinge schreiben wir, damit unsere Freude zur Fülle gelange. Du denkst vielleicht, das Thema über Sünde nachzudenken ist ein betrübliches Thema, aber eigentlich ist es ein Thema der Freude, denn jede Sünde, die du loswirst, macht dich froher. Um froh, glücklich und fröhlich zu sein, sagt nämlich Gott, musst du heilig sein.
Gott ist heilig und glaub mir, Gott ist kein Kind von Traurigkeit. Warum? Weil er nicht Böses tut. Weil er nicht Böses tut, weil er heilig lebt. Bitte schön, das sind zwei Plätze frei. Bitte schön, nehmen Sie doch einfach Platz. Deswegen, weil Gott so rein lebt, lebt Gott glücklich. Und das Gleiche gilt für uns. Wenn wir heilig und rein wandeln, sind wir glückliche Menschen. Wenn du denkst, du könntest glücklich werden, indem du Gott ungehorsam bist, indem du sündigst, täuschst du dich gewaltig. Sündigen macht niemals glücklich. Niemals glücklich. Sünde mag eine kurzweilige Befriedigung für den Augenblick verschaffen, aber Sünde kann niemals bleibendes Glücklichsein und Erfüllung schenken. Niemals. Sünde ist nicht nachhaltig. Sünde ist ein Räuber, ein Betrüger und ein Zerstörer. Sünde und Traurigkeit gehören so fest zusammen wie heilig leben und glücklich sein. Sie sind zwei Seiten einer Medaille. Wer sündigt, wird früher oder später tief traurig, tief betrübt. Wer aber rein lebt mit Gott im Gehorsam lebt, wird glücklich und beständig glücklich sein. Ein glückliches Gotteskind. Und ich weiß nicht, ob es dir klar war, aber es gibt für einen Christen keine Heilsgewissheit, wenn wir im Ungehorsam leben, in unserem Leben, oder wenn wir in bewusster Sünde leben. Es gibt diesen Vers in 2. Timotheus 2,19. Und da steht geschrieben, doch das feste Fundament Gottes steht und hat dieses Siegel. Es ist besiegelt, es ist befestigt. Und jetzt pass mal gut auf. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, sag mit mir mal jeder, jeder, der den Namen des Herrn nennt, der also, nein, jeder, der den Namen des Herrn nennt, der sagt, ich gehöre zu Jesus Christus. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von Ungerechtigkeit. Der Herr kennt die Seinen und die Seinen halten sich fern von Ungerechtigkeit. Das ist das Siegel, das ist das Fundament. Und ich sage es nochmal, natürlich kann jedes Gotteskind mal ein Hoppala erleben, ausrutschen und in Sünde fallen. Das habe ich letztes Mal ausführlich erklärt. Aber wenn das passiert, ist einem echten Gotteskind nicht egal, nicht gleichgültig, sondern ein echtes Gotteskind ist tief betrübt, wenn es sündigt. Tief betrübt, wenn es dem Herrn missfällt. Tief betrübt, wenn es Fleischlichen nachgibt. Tief betrübt, wenn es seinem Temperament, seinem Zorn nachgibt. Tief betrübt, wenn es lieblos zu Geschwistern ist. Tief betrübt, wenn es sich durchsetzt, das letzte Wort hat und merkt, das ist nicht der Weg Gottes. Das zeigt, dass es ein echtes Gotteskind ist. Ich mache mir Sorgen um die vielen. Kommt doch rein, hier ist Platz. Ja. Ich mache mir Sorgen um die vielen Christen, die so cool, so abgeklärt sind und die sündigen ohne Skrupel. Um die mache ich mir wirklich, wirklich Sorgen. Ein echter Christ anerkennt so ein Hoppala, so ein Ausrutscher als Sünde. Er sagt vor Gott, er redet nicht drum rum. Er sagt, das ist Sünde. Er bekennt es dem Herrn als Sünde. Und er erlebt Vergebung durch das Blut Christi. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und jetzt kommt es, und das haben auch manche Christen nicht begriffen, nachdem ich meine Sünde anerkannt und bekannt habe, wende ich mich ab, rotte ich sie aus meinem Leben. Ich mache es nicht wieder, ich wiederhole es nicht wieder. Und deswegen, du kannst nicht in einer Sucht leben und es dir egal, sondern Gotteskind bleiben. Du musst zumindest die Sucht hassen. Du musst es jedes Mal bekennen. Du musst jedes Mal zu Gott schreien, befreie mich von dieser Sucht. Sonst kannst du nicht im Licht bleiben, weil Gott ist nicht da. Weil die Sucht ist Teufelszeug, die Sucht ist Zerstörung, die Sucht ist dämonisch. Die Sucht hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Licht zu tun, sondern nur mit der Finsternis. Und wenn du es dir nichts ausmachst, wenn du dich arrangiert hast, sagst, so bin ich, so bleibe ich. Der Herr muss mich akzeptieren. Dann bist du nicht auf dem Weg des Lichts. Das muss so deutlich gesagt werden. Wenn du aufgehört hast, gegen die Sucht und gegen deine Unbeherrschtheit und deine Charaktersünden zu kämpfen und sie dem Herrn zu bekennen, bist du bereits auf einem ganz, ganz gefährlichen Weg. Deswegen, der Herr sagt,
wer die Sünde verheimlicht, der findet keine Ruhe. Wer sie aber bekennt und lässt, dem wird es gelingen, heißt im Buch der Sprüche. Und deshalb ist es so wichtig, Sünde bekennen, Sünde hassen, Sünde lassen. Irgendwie als Christ haben wir gedacht, ach, mit dem Lassen ist nicht so wichtig, Hauptsache ich habe es bekannt. Wie früher, man ist zum Beichten gegangen, hat er die Sünde gebeicht im Beichtstuhl, hat seine Absolution gekriegt, 10 Vater unser beten und nächstes Mal hat man wieder die gleiche Sünde begangen. So geht es nicht. Sünde bekennen, Sünde hassen, Sünde lassen. Das ist extrem, extrem wichtig. Und was tut ein echter Christ, wenn er von einer Sünde übereilt wird? Dann heißt es in 1. Johannes 2,1, dann haben wir einen Anwalt, einen Beistand, einen Tröster beim Vater, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Und der nächste Vers, er selbst ist die Sühnung für solche Sünden, weil er unsere Strafe am Kreuz auf sich genommen hat. Aber genau diese Haltung, dass ein Christ von Sünde übereilt wird, ist Lichtjahre von dem entfernt, dass man fortwährend in Sünde wandelt, dass man sich arrangiert hat damit, dass man diese Lieblingssünden liebt und nicht bereit ist aufzugeben. Das geht nicht zusammen mit einem Gotteskind, das deine Ewigkeit mit Gott verbringt. Das zeigt, du bist auf dem Weg des Teufels, du bist auf dem Weg der absoluten Zerstörung. Und deswegen Christen, die sündigen ohne Skrupel, ohne sich dabei was zu denken, ohne zu weinen, ohne Reue, ohne Kampf, ohne Verzweiflung, sind auf einem gefährlichen, gefährlichen, gefährlichen Weg. Ihr Lieben, ich hoffe, dass diese Botschaft uns eine Gottesfurcht gibt, denn die gibt es zu wenig in unserer Zeit. Und ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, die uns allen zu denken geben sollte. Mir gibt sie zu denken. Lukas 13, ab Vers 22. Und lehrend durchzog Jesus Städte und Dörfer und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Und jemand sagte zu ihm: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Und er sagte zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Tür hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzukommen suchen, werden dazu aber nicht imstande sein. Sobald der Gebieter des Hauses aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen, lass mich noch rein, Herr, lass mich noch rein, die Stunde des Gerichts geht über die Erde, wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht. Ich weiß auch nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben in deiner Gegenwart gegessen und getrunken. Du hast auf unseren Straßen gelehrt. Und er wird sagen: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Geht weg von mir, all ihr Arbeiter der Ungerechtigkeit. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaac und Jakob und alle Propheten im Königreich Gottes seht, euch selbst aber draußen hinausgeworfen. Wir haben diese andere Stelle, die bekannter ist, Matthäus 7, 21, wo viele sagen: Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder gewirkt? Und ich könnte noch anfügen, weil das ja sehr charismatisch wirkt, für alle Evangelikalen: Haben wir nicht in deinem Namen Hunderte zur Bekehrung an dich gebracht? Und er wird ihnen sagen: Ich habe euch nie erkannt. Weg von mir, ihr Übeltäter, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Ich möchte euch eine Vision, die ein christlicher Bruder hatte, beschreiben, die vielleicht den allergrößten Albtraum uns vor Augen stellt, den ein Christ haben kann. Und zwar hat er gesehen, etwa 10 Millionen Menschen, vielleicht sogar noch mehr als 10 Millionen Menschen versammelt. Und ich habe einmal an einem Platz in Berlin-Tempelhofer Flughafengelände, wie ich zum ersten Mal dort war, das war im Jahr 87, also schon ziemlich lange her, da war ein japanisches Feuerwerk und da habe ich 1,3 Millionen Menschen auf einem Platz gesehen. 1,3 Millionen, das sind Menschen so weit das Auge reicht, und stell dir mal 10-mal so viele vor, in einer riesigen Ansammlung.
Und er sah das in einer riesigen, immensen, stadionmäßigen Ansammlung, wie es auf Erden gar nicht gibt. Und es waren alles bekennende Christen. Es waren alles bekennende Christen von jedem Hintergrund, katholisch, evangelisch, freie Christen, freie Gemeinden. All die Jahrhunderte über waren da vertreten. Alle die waren da versammelt. Es war eine Ansammlung in der Ewigkeit bei Gott. Und in dieser Vision hat dieser Bruder gesehen, wie ein Entsetzensschrei durch diese vielen Münder gefahren ist. Und zur selben Zeit, wie Millionen aufgeschrien haben in Fassungslosigkeit: Oh nein, Gott, nein, das kann nicht sein. Ja, völlig fassungslos, völlig außer sich. Menschen völlig, also wie wenn es sich um das größte Erschrecken überhaupt handelt. Den größten Irrtum, es kann nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Schluchzen, weinend, wehklagen, indem sie rausfinden mit schlotternden Knien, dass der Herr all diesen, die dachten, dass sie Christen waren, die in Gemeinden waren, die in Kirchen waren, die Bibel gelesen haben, Tausende und Hunderttausende von Ordensleuten, von Predigern und Missionaren und Pastoren und Lobpreisern und Sonntagsschulmitarbeitern. Und sie alle hören die Worte: Ich habe euch nie gekannt. Geht von mir weg, ihr Arbeiter der Gesetzlosigkeit. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr schon jemals eine solche Predigt gehört habt. Aber das wäre das Schlimmste, was uns als Christen passieren könnte. Wir sind einem Betrug aufgesessen. Wir haben nicht dem echten Evangelium geglaubt und das echte Evangelium gelebt. Wir sind haarscharf am echten neutestamentlichen wahren Evangelium vorbeigeschrammt. Und stell dir vor, du bist in dieser Schar von Millionen von Menschen, die allesamt, wo ihnen fast das Herz stillsteht, wo ihnen der Atem stockt, wo sie auf einmal merken, jetzt geht es ewiglich in Qualen, ewiglich in die Strafe, ewiglich in die Verdammnis, Verlorenheit und Pein. Und ich glaube, jeder von uns würde noch flehen und betteln: Bitte lass mich 1000 Jahre im nächsten Zeitalter nachsitzen. Bitte züchtige mich nur für 1000 Jahre, aber schick mich nicht ewiglich in die Verlorenheit. Und ich würde sagen, das steht nicht mehr zur Debatte. Geht weg von mir in das Feuer, das bereit ist für den Teufel und seine Engel. Das ist der Super-GAU. Wenn ihr mich recht versteht, das ist schlimmer wie Arztbesuch, Sie haben Krebs, noch 2 Wochen zu leben. Das ist schlimmer. Das ist schlimmer wie Dritter Weltkrieg. Das ist schlimmer. Das ist das Schlimmste, was irgendjemandem von uns widerfahren könnte. Und vielleicht ist es uns noch nie durchs Herz, noch nie in den Sinn gekommen, dass das tatsächlich der Fall sein könnte. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir, solange noch Gnadenzeit ist, unser Herz prüfen, unsere Fundamente prüfen, ob wir tatsächlich die Seinen sind, ob der Herr uns kennt. Denn wenn du sagst, und jeder von uns kennt Sebastian Kurz, und du kannst zum Bundeskanzler gehen und kannst sagen: Ja, ich kenne Sebastian Kurz, ich kenne ihn, lasst mich rein. Und die Leute werden sagen: Das ist nicht der Punkt, dass sie ihn kennen. Die Frage ist, ob er sie kennt. Und da beißt es aus. Wir kennen den Herrn, aber kennt der Herr uns? Anerkennt er uns? Und dann werden wir sagen: Aber Herr, wir haben so und so oft am Abendmahl teilgenommen und wir haben so und so oft, wir sind getauft geworden und wir haben viele Menschen zu Jesus geführt und wir haben gepredigt und wir haben gelehrt und wir haben gute Werke vollbracht, wir haben gefastet und gebetet und wir haben dir gedient. Wir haben nicht gesündigt. Wir haben nichts getan, was der Hölle würdig wäre. Herr, es muss ein Missverständnis werden. Es ist undenkbar, es ist unmöglich, dass wir unter dieser Schar sein könnten. Was, wenn doch?
das wär der größte Betrug. Es ist schlimm, jetzt über die Datenschutzverordnung versuchen wieder Betrüger Geld zu machen und es gibt immer Trickbetrüger und es gibt immer Leute, die paar tausend Euro und es gibt immer die Nigeria Connection, die versucht, eine Geschäftsfrau aus Salzburg hat 300.000 Euro den Nigerianern zugeschustert. Es gibt immer wieder, versteht es mich, ist in der Zeitung gestanden vor ein paar Jahren, Gier frisst Hirn und ja, das ist schlimm und es ist traurig, wenn du 300.000 Euro verlierst. Aber die ewige Seligkeit zu verlieren, ist gar kein Vergleich damit. Und ich möchte euch einfach, ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Und zwar der Pastor David Wilkerson, das Kreuz und die Messerhelden, ist auch schon einige Jahre beim Herrn. Er hat die Begebenheit von einem Pastor beschrieben in Amerika, der in Südkalifornien gelebt hat und der dafür bekannt war, feurige Predigen gegen Sünde zu halten. Und dieser Pastor war der Vater einer Frau, die sich an Pastor Wilkerson gewandt hat. Und sie hat gesagt, wir sind als Kind öfter umgezogen und irgendwann sind Gerüchte zu ihr gedrungen, dass ihr Vater, der Pastor ist, Kinder missbraucht. Und sobald diese Gerüchte aufgekommen sind, sind sie weitergezogen in eine andere Stadt, dort eine Pastorenstelle übernommen und so weiter. Aber leider ist es irgendwann geschehen, dass der Pastor ihr eigenes Kind, also sein Enkelkind, auch missbraucht hat. Und als das aufgekommen ist, hat der Pastor seine Frau zuerst erschossen und dann sich selbst. Und freikirchlicher Pastor, ja, predigte, betete. Wenn man Leute in der Gemeinde gefragt hätte, niemand hätte was gedacht, niemand hätte Verdacht geschöpft, Leichen im Keller. Dann in Nashville, Tennessee, ist es in der Zeitung gestanden, dass es zum ersten Mal in der amerikanischen Armee den ersten buddhistischen Geistlichen dort gibt, der vorher ein Prediger der südlichen Baptisten war, der auf dem Seminar war, der dem Herrn gedient hat, aber er fand nicht den Herzensfrieden als Christ und ist dann Buddhist geworden und dann ja Militärgeistlicher als Buddhist geworden. Der nächste Pastor hatte ehebrecherische und unzüchtige Affären mit 19 Frauen. Er hatte auch ein uneheliches Kind und das während seine Predigttätigkeit sehr erfolgreich weitergegangen ist, der sogar im Fernsehprogramm eingeladen war. Und als man ihn dann irgendwann mal darauf ansprach, als es alles aufkam, warum das so ist, sagte er, ja, ich brauche Hilfe, ich bin dazu schwach. Aber er hat irgendwann dann trotzdem weiter gepredigt und hat gesagt, ja, er hat einfach keinen Herzensfrieden gefunden und keine Hilfe für seinen Weg. Alle diese drei Fälle hatten keinen Frieden im Herzen. Alle diese drei fanden nicht das, was Jesus verspricht. Warum fanden sie es nicht? Weil der christliche Glaube schwach oder nicht wirksam ist? Oder, und jetzt kommt mein Punkt, weil sie alle drei keine Christen waren. Weil sie alle drei nicht errettet waren, nicht den Heiligen Geist hatten, weil sie nur mitschwammen im Strom, weil sie nur mitliefen mit der Herde, weil sie nur alles machten, beteten, dienten, lernten, sprachen wie alle anderen. Aber in Wirklichkeit waren sie nicht Gottes Kinder. Sie waren nicht errettet. Und woher nehmen, wenn nicht stehlen? Sie hatten nicht das Echte, was Gott denen gibt, die seine Kinder sind. Und dann gab es auch noch eine Missionarsfrau. Das ist die Frau von dem bekannten Prediger Paul Washer. Und sie ist als in der christlichen Familie aufgewachsen, war ein Gemeindekind, war auf der Bibelschule, lebte als Missionarin im Dschungel auf den Straßen von Peru, hat gelehrt, sich aufgeopfert, hat den Nöten der Menschen gedient. Aber irgendwann mal ist ihr dieser Dienst mühselig geworden. Und irgendwann wurde er ihr zur Pflicht.
Und dann kam der Gedanke auf, bin ich überhaupt ein Christ? Und natürlich, der Teufel kommt dann sofort, was soll der Blödsinn? Natürlich bist du ein Christ. Was soll der Blödsinn? Kannst auch alle möglichen Bekannten fragen, mit denen du auf der Bibelschule warst. Die wissen, wie toll du beten kannst. Die wissen, wie toll du dich einbringst. Die wissen, die kennen dein Herz. Natürlich bist du ein Christ. Aber diese Frage in ihr hat sie nicht losgelassen. Und eines Tages in einer Zeltversammlung, als eine Prostituierte reinkam und ihr das Evangelium nahegebracht wurde, sagte Gott zu ihr, der einzige Unterschied zwischen dir und dieser Prostituierten ist, dass du anders gekleidet bist. Dass du anders angezogen bist. Und an diesem Abend hat sie zum Herrn geschrien und ist durchgebrochen zu einer echten Errettung. Und ist zum ersten Mal wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und ist zum ersten Mal wirklich errettet geworden. Und sie war auf dem Weg zur Hölle, obwohl sie als vorbildlicher Christ durchgegangen wäre. Und als dann Gott fragte, wie kann es sein, dass ich andere zur Bekehrung gebracht hatte und die wurden echte Christen, wenn ich selber doch kein echter Christ war? Darauf sagte der Heilige Geist, das ist ganz klar, auch ein Sünder kann das richtige Evangelium predigen. Und die Rettungskraft liegt nicht im Prediger, sondern im Wort. Und darum, obwohl du verloren gegangen wärst, hättest du Menschen zur Errettung in den Himmel gebracht. Denke nicht, weil du die Frucht hast, Menschen zu Jesus geführt zu haben, wirst du selber in den Himmel kommen. Wie sagt Paulus, ich möchte nicht anderen predigen und selber verwerflich werden. Du kannst Hunderte, Tausende von Kranken heilen. Du kannst durch die Kraft von Glauben, durch die Kraft von verschiedenen Dingen, kannst du Wunder wirken, kannst du in Gottes Kräften wirken, kannst du in Salbungen wirken und trotzdem in deinem Herzen nicht ein Kind von ihm sein. Und ich glaube, das ist ein Tabuthema, was nicht angesprochen wird, aber was Gott möchte, dass wir anschauen. Und ehrlich gesagt, ich habe mir dieses Thema nicht ausgesucht. Wer die Geschichte weiß, warum ich seit Wochen über das predige, der weiß auch, dass mich Gott absolut anrennen hat lassen. Ich konnte nicht mehr einen Schritt nach vorn, nach hinten, nach links oder nach rechts. Ich war völlig einzementiert vom Heiligen Geist, bis ich nicht diese Wahrheit anschaue, dass viele sogenannte Christen in unseren freien Gemeinden, Kirchen und sonst was, in unseren erweckten Versammlungen auf dem Weg zur Hölle sind und gar nicht wirkliche Gotteskinder sind. Und ich mich selber und wir uns alle anschauen müssen, ob wir auch unter dieser elenden Schar sind, selbst betrogen, ohne es zu wissen. Und ja, ich muss sagen, das hat meinen Predigtstil verändert, das hat die Gottesfurcht in meinem Herzen verändert und das hat dazu geführt, dass wir heute diese Predigt hören. Weißt du, es gibt Menschen, die sind 30 Jahre Älteste und trotzdem keine Gotteskinder. Die haben alles richtig gemacht, leben ein anständiges Leben und sind trotzdem keine Gotteskinder. Warum? Sie haben kein Zeugnis in ihrem Herzen, dass sie Gotteskinder sind. Sie haben keine Freude des Heiligen Geistes, dass sie Gotteskinder sind. Und sie haben keine Nahbeziehung zu Jesus Christus, sondern die berühmten 30 Zentimeter von da oben nach da unten sind nie gerutscht. Okay, schauen wir uns jetzt das zweite Kennzeichen an, was das Wort Gottes uns nennt und uns gibt, woran wir erkennen, ob wir errettet sind oder nicht. Das letzte haben wir uns letztes Mal angeschaut, das kann man sich auch auf der YouTube-Botschaft, woran erkenne ich, dass ich errettet bin, Teil 1 anschauen. Jetzt kommen wir zum zweiten Kennzeichen in 1. Johannes 2, Verse 3, 4 und 5. Und daran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Als allererstes Mal ist wichtig zu wissen,
dass dieser Vers gegen die gnostischen Irrlehrer geschrieben ist, die mehr oder weniger sagten, wir haben geheimes Erkenntnis und auf das kommt es an und wie wir leben, ist sekundär. Hauptsache, ich bin in der Offenbarungswahrheit, in der Offenbarungserkenntnis drin. Was ich mit meinem Körper mache, ob ich sündige auf Teufel komm raus, ist völlig egal, weil dieser Leib geht zugrunde, aber meine Erkenntnis rettet mich für die Ewigkeit. Und diesen Schlendrian treibt der Apostel Johannes ihnen aus, indem er nämlich sagt, daran erkennen wir, dass wir ihn kennen, nicht wenn wir hohe Erkenntnisse haben und hohe Offenbarungen haben, sondern wenn wir seine Gebote halten, wenn wir ein gehorsames Leben führen, wenn unser Lebenswandel zeigt, dass wir zu ihm gehören. Nächster Vers, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wenn wir sagen, ich bin auch Christ, aber du lebst nicht gehorsam, bist du ein Lügner, sagt das Wort Gott. Du bist ein Lügner. Die Wahrheit ist nicht in dir. Wow. Radikaler Vers, aber es ist nicht meine Worte, es ist die Worte der Heiligen Schrift, es sind die Worte Gottes. Und ich sage nochmal, wenn man heute einen Christen fragt, bist du errettet? Bist du von neuem geboren? Bist du ein Gotteskind? Dann würden Leute sagen, oder wenn einer es dich fragen würde, würden viele antworten, hast du dich ernstlich für Jesus entschieden? Wenn jemand sagen würde, ja, habe ich gemacht, würde dann reicht das. Nein, reicht nicht, dass du dich entschieden hast. In der Bibel steht nichts, dass du dich entscheidest für Jesus. Ja, aber ich habe es ernst gemeint. Ja, ernst entscheiden reicht auch nicht. Sondern in der Kirchengeschichte haben echte Christen, wenn jemand zu ihnen kam und gefragt hat, bin ich ein echtes Gotteskind, zu dem einen Buch hingewiesen, das genau dieses Thema hat, damit ihr wisst, dass ihr ihn kennt. Damit ihr erkennt, Dankeschön, damit ihr erkennt, dass ihr ihn kennt. Nicht indem ihr auf irgendwelche Entscheidungen verweist oder Erfahrungen verweist, die können so sein, müssen aber nicht so sein, sondern es gibt ein Buch in der Bibel, das uns jenseits aller Zweifel klipp und klar vor Augen stellt, hopp oder top, Gotteskind oder Teufelskind, drin oder draußen. Und zwar absolut ohne Zweifel und ohne das, was wackelt oder verrutscht. Und das erste Kennzeichen ist, ein echtes Gotteskind kann mal stolpern, aber lebt nicht Tag für Tag in Sünde und Ungehorsam. Wenn es doch tut, ist ein Kind vom Teufel, so einfach ist es offenbar geworden. Und wenn du sagst, es bin aber ich, dann gibt es auch die Chance, dass du dich wirklich bekehrst und auf den hellen Weg kommst. Der zweite Kennzeichen hier ist, du hältst seine Gebote. Weißt du, es gibt heute auch noch so Gnostiker. Es gibt auch noch so Gnostiker, die, wenn du sie auf Gehorsam ansprichst, dann sagen sie, komm, jetzt werde ich religiös. Jetzt werde ich gesetzlich. Ich sage dir eins, lass dich nicht blenden von irgendjemandem, der viel Bibelwissen hat. Bibelwissen braucht bloß ein bisschen Fleiß und ein bisschen Intelligenz und ein bisschen Leseinteresse. Und in 30 Jahren Christsein kannst du ja viel Bibelwissen aneignen, heißt nicht, dass du Christ bist. Bibelwissen haben viele. Bibelwissen besagt gar nichts. Lass dich überhaupt nicht von viel Wissen beeindrucken. Ich möchte es dir mal klar machen. Errettet werden ist keine Entscheidung. Errettet werden ist nicht das Zustimmen zu einem Glaubensbekenntnis. Nicht das Zustimmen und Annehmen von christlichen Werten. Das heißt nicht, dass du errettet bist. Errettet werden heißt nicht einfach das Annehmen einer neuen christlichen Weltanschauung. Ja, jetzt glaube ich, es einen Schöpfer gibt. Vorher war ich Agnostiker oder was. Das heißt nicht, dass du errettet bist. Errettet werden ist kein Heilsplan, kleine einmalige Schutzimpfung, nicht das Abschließen einer ewigen Brandschutzversicherung, jetzt habe ich es im Kasten. Errettung ist keine Taufhandlung, keine vier geistlichen Gesetze. Errettung ist eine Person. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Nicht, jetzt pass auf, wer glaubt, dass er den Sohn hat, hat das ewige Leben. Du kannst viel glauben, wenn der Tag lang ist. Sondern wer den Sohn hat, wirklich hat, hast du ihn. Glauben kannst viel, das nützt dir nichts.
Aber hast du ihn? Du kannst glauben, du hättest doch 1000 Euro auf dem Sparbuch, aber was? Hast du getäuscht? Hast du ihn oder glaubst du, dass du ihn hast? Glauben bedeutet nichts, aber hast du ihn? Hast du ihn? Dann hast du das ewige Leben, sonst nicht. So einfach. Wer den Sohn wirklich aufgenommen hat, wer täglich den erlebt, er ist in meinem Herzen drin, er ist da, ich wandle und gehe mit ihm, er spricht zu mir, ich bin auf du und du mit ihm, der hat das ewige Leben. Und in 2. Korinther 13, Vers 5 ist dieser Vers, prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch, 2. Korinther 13, Vers 5, wenn denn wirklich Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unbewehrt seid. Mit anderen Worten, dass er gar nicht drin ist. Wenn er gar nicht drin ist, was will man dann machen? Aber wir kommen jetzt diesem Kennzeichen näher, was es bedeutet, seine Gebote zu halten. Ich möchte mal sagen, was für einen Menschen das beschreibt. Es beschreibt einen echten, gläubigen Christen. Und das ist ein Mensch, der seinen Willen ständig darauf ausgerichtet hat, Gottes Willen zu tun. Ein echter Christ hat seinen eigenen Willen ständig, jeden Tag, Tag und Nacht, 24/7, immer, sein ganzes Leben besteht nur in einem, ich will deinen Willen tun. Warum ist es so? Weil ein Christ auf der gleichen Spur ist wie sein Meister Jesus. Und Jesus sagte es, meine Freude ist es, meine Speise ist es, deinen Willen zu tun, Vater. Komm mir nicht mit der Mehr, du könntest Christ sein und irgendwie leben. Oder errettet sein und irgendwie leben. Gott, solche Menschen hat er nicht erlöst. Er hat Menschen erlöst, die nicht in Übereinstimmung waren mit seinem Sohn, damit sie in Übereinstimmung kommen, schon auf dieser Seite des Himmels, mit seinem Sohn Jesus, wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und wie war er? Er hat ständig den Willen des Vaters angestrebt. Er war beseelt, um nicht zu sagen besessen vom Willen des Vaters. Ein echter Christ. Und wir brauchen es gar nicht kompliziert machen. Ist jemand, dem Gottes Willen, nicht christliche Dinge, nicht christliche Aktivitäten, nicht christliche Filme, Bücher, christliche Kaffeetratsch, nicht reden den ganzen Tag mit Freunden am Telefon, klatsch, 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 über Jesus. Nein, einem Christen geht es von früh bis spät um den Willen Gottes, um nichts anderes. Jetzt mal Butter bei den Fischen. Das ist das Lebensziel eines Christen. Das ist für einen Christen, einen echten Christen, das Wichtigste im ganzen Universum. Und danach kommt lange nichts. Dein Wille, Gott, nur dein Wille geschehe, nicht der meine. Das ist ein Christ. Dein Wille. Haben wir das gewusst? Schluck. Jetzt frage ich dich, beschreibt es dich? Beschreibt es dich 24/7, beschreibt es dich Montag bis Freitag, beschreibt es dich morgen, beschreibt es dich gestern, beschreibt es dich heute. Bist du dieser Mensch, dem Gottes Wille das Allerwichtigste ist im Leben? Ist das deine Hauptlebensausrichtung? Weißt du, wie ein Mensch lebt ab ungefähr 9, 10, 11, 12 Jahren, und zwar jeder Mensch? Nachdem er den Zeitpunkt moralischer Reife erreicht, in Gottes Augen moralischer Verantwortlichkeit oder Zurechnungsfähigkeit. Es kommt das Alter im Leben eines Kindes, wo es die Unschuld verliert. Wenn das Kind vorher stirbt, ist sofort im Himmel, getauft oder nicht. Lass die Kinder zu mir kommen, sie gehört das Himmelreich. Jedes Kind kommt sofort in den Himmel, weil es moralisch unmündig ist. Aber der Herr weiß, ob ein Kind schon mit 8 Jahren diese Reife hat oder mit 15 erst, oder ob ein geistig behinderter Mensch es gar nicht erreicht, dieses Stadium, dann bleibt er ein Leben lang unter dem Schutz von Jesus und kommt in den Himmel, weil er geistig behindert ist. Das weiß der Herr selbst. Aber in einem normalen Menschenleben wird der Zeitpunkt moralischer Zurechnungsfähigkeit, Mündigkeit, Verantwortlichkeit und Reife erreicht,
Und was glaubst du, was in diesem Moment Klick macht bei einem Kind? Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, was ich tun will. Nicht tief drin. Es muss vielleicht den Eltern folgen, aber tief drin, da denke ich sich, sobald ich kann, lebe ich mein eigenes Leben. Sobald ich kann, lasse ich mir nicht von Eltern, nicht vom Lehrer, nicht von der Regierung und schon gar nicht von Gott vorschreiben, wie ich zu leben habe. Ich tue es auf meine Weise, ich bin mein eigener Chef. Und das passiert schon in einem Jugendlichen, das zeigt sich dann stärker in der Pubertät, das geht weiter als Erwachsener. Und ich sage dir, wenn du von dieser Weiche nicht runterkommst, bleibt diese Voreinstellung als Christ bestehen. Noch so christlich verbrämt und noch so christlich kaschiert. Und was passiert, wenn ein Mensch sich echt zu Jesus Christus bekehrt? Was passiert dann? Dann passiert Folgendes, dass ein Mensch begreift, dass diese Haltung Hochverrat gegen meinen Schöpfer und höchsten Souverän des Universums ist. Dass ich schuldig bin im Sinn der Anklage, Tod, ewig werdende Verdammnis und dass mich Jesus Christus am Kreuz vor dem Zorn, vor dem mir zu Recht zustehenden Zorn Gottes errettet hat. Und dass ich Buße tun muss, diese Weichenstellung meiner Lebensausrichtung auf mich selber umlegen muss. Auf eine völlig andere, 180 Grad andere, gegensätzliche, konträre Lebenszielwertausrichtung 24/7 von vorn bis hinten, links und rechts, oben und unten, über und drüber, innen und außen. Die neue Lebensausrichtung heißt, und das ist genau Buße, ich wende mich ab von einer Lebensausrichtung, wo das Hauptziel meines Lebens, subtil oder vorsätzlich oder sonst wie, darin besteht, dass ich meinen eigenen Willen lebe und durchsetze und bekomme, was ich will. Und du wendest dich davon ab und wendest dich davon zu, dass deine Hauptlebensausrichtung und deine Lebensabsicht fortan darin besteht, dass du Gott gefallen willst, Gottes Willen dich interessiert und Gottes Willen tun willst. Und das ist so anders zum natürlichen Menschen. Das ist so anders. Und Buße heißt, dass du diese Weiche umstellst, und jetzt kommt's, und umgestellt lässt, solange bis du hinübergehst in die Herrlichkeit. Vom Moment deiner Bekehrung zu Jesus Christus bleibst du 24/7 vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, vom Auglein auf bis Äuglein zu, bleibst du auf der Spur, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, dein Wille, Vater, nur dein Wille, Vater, ich, nicht mehr geht es um mich, nicht mehr geht es um mich, es geht um dich, Herr. Das heißt, als Christ zu leben. Und erst wenn jemand das vollzieht und die Kosten überschlägt, dass er das will und das daraufhin tut, erst in dem Moment ist er bereit zu glauben, dass Jesus mein Herr ist und nicht bloß mein Retter. Es geht nicht um einen weltanschaulichen Glauben, ich nehme Jesus als meinen Retter an, aber die Weiche lasse ich schön alt auf der alten Spur. Und ich laufe weiter und biege es mal groß und ganz zurecht, christlich gemünzt, wie halt vorher. Sondern das Neue Testament ist voll von den siamesischen Zwillingen. Buße tun und glauben. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße. Apostel 17. Gott gebietet, er befiehlt allen Menschen an allen Orten, überall. Tut Buße. Zack, Weiche umgestellt und umgestellt lassen. Er gebietet es. Keine Option, kein Vorschlag, keine gute Idee, wenn du nichts Besseres zu tun hast, Samstagnachmittag. Bam, Buße, zack, und die Weiche bleibt umgestellt auf No Return. Paulus sagt, bringt der Buße würdige Lebensfrucht. Nicht tak, 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 kein Metronom, diese Weiche. Kein Ventilator, brrr, diese Weiche, sondern zack und eingerostet auf neuer Spur, auf neuem Orbit. Bringt der Buße würdige Lebensfrucht. Ach so, ich habe gedacht, man hat sich mal bekehrt und danach passt es schon irgendwie. So war das nie gedacht. Jesus hat sich auch nicht 50 Mal bekehrt, jeden Tag wieder neu. Und ist ständig wieder zu seinem eigenen
Stiefel zurückgekehrt. Im Neuen Testament, in der bekannten Stelle im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9 steht, wer im Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist. Und das ist ein kostspieliges Bekenntnis. Weil wenn das der Kaiser hört, dass Jesus und nicht der Kaiser Herr ist, dann ist die Rübe ab. Deswegen, wer mit dem Munde es bekennt, der wird errettet. Mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt. Nicht da oben glaubt, im Hirnstübchen, sondern mit dem Herzen glaubt. Und mit dem Herzen glaubt man erst, nachdem man Tag Buße getan hat. Die Buße ist die unabdingbare Voraussetzung für Herzensglaube. Vorher ist Augenauswischerei, vorher ist Religion, vorher ist Christlichkeit, aber nicht Christus. Vorher ist der Schaß, vorher ist, vergiss es, rauch eine Pfeife. Und wenn du wirklich Buße getan hast in deinem Leben, auf diese Weise, wie ich es gerade beschrieben habe, dann hast du dich auf einen Lebensstil rückhaltlos eingelassen, bei dem du ständig Gott in allem gefallen und entsprechen möchtest. Das ist die Essenz davon, seine Gebote zu halten. Denn eins musst du dir fragen, was heißt es denn, seine Gebote zu halten? Heißt es, nie einen Fehler zu machen? Heißt es, jedes Fitzelgramm dran zu denken? Nein, schaffen wir eh nicht. Ihr Lieben, es geht hier um eine Herzensgesinnung. Es geht hier nicht um Perfektionismus, um nichts falsch machen dürfen. Es geht hier um die Grundweichenstellung. Lebe ich auf Kurs, ständig permanent seine Gebote überhaupt halten zu wollen? Es geht hier um First Things First, nicht um Erbsen zählen und Details und in jedem Fitzelchen das Richtige machen. Das schafft eh keiner. Willst du Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und aller Kraft lieben? Willst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Das ist nämlich die Essenz der Gebote. Das höchste Gebot ist die Essenz aller Gebote. Und die Frage ist, willst du das? Und Jesus hat es den Leuten nicht leicht gemacht, sich zu bekehren. Wir machen es den Leuten heute nicht leicht, sich zu bekehren. Darum haben wir von 200 Bekehrten nur eine bleibende Frucht im statistischen Mittel. Aber Jesus hat den Menschen schwer gemacht, reinzukommen, aber die reinkamen, blieben. Das ist der Unterschied bei ihm gewesen. Jesus gebietet uns das höchste Gebot, das da lautet in Markus 12, 30, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Sag mal, kann man Liebe befehlen? Kann man eine Emotion befehlen? Als Beispiel kann ich dir befehlen, dass du jetzt wütend wirst, okay? Auf drei sei wütend. 1, 2, 3, sei wütend. Geht das? Kannst du dich zwingen, wütend zu werden? Nein. Du kannst dich zu keiner Emotion zwingen. Du kannst dich auch nicht zu einer Emotion zu lieben zwingen. Und das beweist, Liebe im neutestamentlichen Sinn ist keine Emotion, sondern eine Willenskraft. Weil wenn der Wille nicht reagieren könnte, könnte an den Willen nicht appelliert werden. Und er appelliert unseren moralischen Willen, wolle, dass du Gott liebst. Was heißt es mit anderen Worten? Wolle, wolle es, Gott nachzujagen. Das heißt, Gott zu lieben. Gott zu lieben heißt nicht mystisch, prüf mal, aus welcher Seite der Heilige Geist Wind weht, von welcher Seite der Wind des Geistes weht. Wo kommen die Vibrations her? Oh, liebe ich den Herrn schon so? Es geht nicht um Emotionsduselei. Es geht um willentlich ihm nachzujagen. Von ganzem Herzen und deiner ganzen Seele. Darum geht es hier. Es ist eine Willensentscheidung. Das müssen wir jetzt verstehen. Wer Gott auf diese Weise liebt, ist jemand, den Vorsatz gefasst hat, der die Entscheidung getroffen hat, der sich verpflichtet hat, das höchste Gut, die höchste Freude und die höchste Zufriedenstellung Gottes in seinem Leben zu suchen. Und jemand, der diesen Vorsatz gefasst hat, jemand, der diese Entscheidung getroffen hat, Gottes Wohl ist mir das Wichtigste in meinem Leben und auch das höchste Gut, die höchste Freude und die höchste Zufriedenstellung meines Nächsten, das zusammen,
das verlangt von uns die höchste Hingabe unseres ganzen Seins ab. An dieses Ziel. Das höchste Gut, die höchste Freude und die höchste Zufriedenstellung von Gott und unserem Nächsten anzustreben. Und das geht nicht auf der alten Weiche. Es geht nicht, unmöglich. Das bedeutet es, als Kind Gottes zu leben. Und das, deshalb verlangt der Herr von uns Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Gehorsam und Heiligkeit. Weil nur diese Tugenden es vermögen, dass unsere ganze Kraft, unser ganzer Fokus, all unser Vermögen, all unser Bestreben jeden Tag auf die Verherrlichung Gottes in allem ausgerichtet wird. Und jetzt magst du sagen, es verlangt ganz schön viel von uns. Mag sein, aber das ist das zweite untrügliche Kennzeichen eines wahren Christen. Und daran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und jetzt frage dich, ob Gebote meint, dass wir peinlichst genau alle 613 Gesetzessalzungen einhalten, wie es die Juden verstehen, oder meint seine Gebote einhalten, diese Grundhaltung unseres Herzens, in allem nach Gottes Willen und nach Gottes Verherrlichung zu streben. Ich glaube, es meint das Zweite. Ich glaube, es meint diese Gesinnung. Es geht hier nicht um Perfektionismus und Sündlosigkeit in jedem Detail. Es geht um dieses Grundtrachten in unserem Herzen. Psalm 108, Vers 2. Festgestellt ist mein Herz, o Gott. Festgestellt ist mein Herz. Was heißt das? Wenn du dein Herz dahingehend arretierst, einrastest und feststellst, Gott zu wollen, dann regelt sich der Gehorsam in den Teil von selber. 1. Johannes 2, Vers 4. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, wer diese Grundhaltung nicht hat, dass er seinen Willen tun will, der ist ein Lügner und in diesem ist die Wahrheit nicht. Und du magst jetzt sagen, Moment mal, das ist krass. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, ob das mein Verlangen ist, Gott in allem zu wollen. Ich kann es nicht sagen. Wenn du mich jetzt so fragst, mich, da bin ich kalt erwischt. Ich kann es gar nicht sagen. Jetzt bin ich direkt ein bisschen, wenn ich dich frage, mit Timotheus, ist es deine Grundhaltung? Ich weiß nicht, ob es mein Verlangen ist, Gott in allem zu gefallen. Dann möchte ich dir auf die Sprünge helfen, das rauszufinden. Jeder von uns kennt die eigenen Lebensziele und die eigenen Lebensabsichten. Es sei denn, du erfreust dich nicht geistiger Gesundheit. Aber jeder von uns, der einigermaßen geistig gesund ist, weiß, was seine täglichen Ziele, Absichten und Bestrebungen sind, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Und dann weißt du ganz genau, bist du den ganzen Tag über bestrebt, das zu tun, was Gott gefällt, oder das, was dir selber gefällt, machst du dein eigenes Ding. Das ist nicht so schwer herauszufinden, wenn du mal drüber nachdenkst. Wenn ich sage, bist du jetzt da oder bist du in Wien? Was soll die dumme Frage? Mein eigenes Lokalisationsvermögen, meine Ortskenntnis, die ich habe, weil ich Mensch bin, sagt mir, ich sitze jetzt gerade in Salzburg und nicht in Wien. Genauso wie der Geist des Menschen weiß, was im Menschen ist, wie du weißt, dass du jetzt in Salzburg sitzt und nicht irgendwo anders, so weißt du, was deine Lebensausrichtung ist. Wenn du sagst, Michael, ich weiß es wirklich nicht, ob ich das möchte. Weißt du, was du mit dieser Antwort sagst? Ich habe diese Weichenstellung noch nicht vorgenommen in meinem Leben. Ich habe diese Entscheidung, so wie du es heute beschrieben hast, in meinem Leben noch nicht getroffen. So hat es mir niemand bei der Bekehrung erklärt. So hat mir niemand die Kosten beschrieben, die ein Christsein bedeutet. Das heißt, du hast noch nicht wirklich im biblischen, wirklichen Sinne Buße getan. Ich möchte dir noch ein paar Hilfestellungen kurz nennen, wie du rausfinden kannst, wie du dein Herz erkennen kannst. Was wollen wir am meisten? Komme zur Ruhe, sammle deine Gedanken, warte und spüre in dich rein auf das, was dich milde anregt, was dir einen Kick verschafft. Dieses Bestreben, oh, das wäre doch schön jetzt, das wäre es doch schön. Frage dein Herz.
Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt, was würde dein Herz jetzt gerade am liebsten haben? Was wäre dir am wichtigsten im Leben gerade jetzt? Was wäre, wenn ein Wunsch frei ist, die Glücksfee steht da, was wolltest du mehr als alles andere? Gib keine Plattitüde ab, keine vorschnelle Antwort. Sprich an, was in dir aufsteigt, was wirklich dein Lebenswunsch ist. Dann frag dich, ist es Gottes Wille? Ist es, damit Gott die Erde bekommt oder vielleicht was anderes? Nächster Punkt, worüber denkst du am meisten nach? Und ich meine nicht beruflich, wenn du viel nachdenken musst am Arbeitsplatz. Ich meine, wenn du Muße hast, worüber tagträumst du? Worüber laufen deine Fantasien? Über deinen liebsten Herrn? Über Jesus? Ist es das, worüber du freiwillig, wenn du Gedanken frei hast, viel nachdenkst? Ist das der verborgene Schatz deines Herzens? Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Oder was anderes. Nächster Punkt. Wofür gibst du Geld aus? Und ich meine nicht die Monatszahlung an Miete und Essen und was halt sonst gezahlt werden muss, Autorechnung. Ich meine, wenn du Geld übrig hast, für die Belange des Reiches Gottes oder für was anderes. Nächster Punkt. Was tust du mit deiner Freizeit? Das, was an Zeit übrig bleibt. Hast du Hobbys, die dich einnehmen, aber die nicht mit der Ehre und dem Willen Gottes und dem Reich Gottes zu tun haben, dann zeig es dir, wo dein Herz ist. Dann zeig es dir, wo deine Lebensausrichtung hingeht. Nächster Punkt, in welcher Gesellschaft begibst du dich? Wenn, nicht beruflich, wo du Kollegen hast, sondern wenn du Freizeit hast. Wenn du hingehen kannst, wo immer du hingehst, willst du dich mit den Heiligen des Herrn treffen, mit Geschwistern im Glauben treffen, oder findest du die anderen Leute in der Welt hipper, cooler und sonst wie interessanter und hängst du am lieber mit denen ab? Das zeigt mir, wo deine Lebensausrichtung besteht. Und jetzt kommt noch etwas. Was bewunderst du insgeheim? Hand aufs Herz, wer hat sie letztes Wochenende Leid gesehen bei der großen Hochzeit? Weil, ich meine, vielleicht du nicht, aber manch einer vielleicht. Was bewunderst du insgeheim? Und vielleicht ist es nicht die Traumhochzeit im Fernsehen. Vielleicht ist es nur der nettere Nachbar oder die nettere Nachbarsfrau oder die Ehe, die die führen oder das Auto, was die haben oder das schöne Haus, was die haben oder dass sie schon wieder in Urlaub fahren. Was bewunderst du insgeheim? Ich sage dir ein offenes Geheimnis. Die meisten Christen hegen eine verhohlene Bewunderung für die Welt. Und sie bewundern die Welt in viel mehr als ihren Bräutigam und als ihren König. Nächster Punkt, worüber lachst du? Nicht lachst du nicht, hast du was zum Lachen? Nein, es ist nicht schlecht dran zu lachen. Die Frage ist, kannst du dich mit deinen Kollegen belustigen, wenn es um ernste Themen geht, wie Leben und Tod, wie Geburt oder Liebe, die für uns Christen einen Wert haben? Wenn Kollegen über das Leben des Brian lachen und Witze erzählen oder dich mitnehmen wollen, oder ich muss sagen, ich würde nie einen Fuß in so einen Film setzen oder in einen solchen Film wirklich. Da würde ich mir lieber den Exorzisten anschauen, bevor ich mir so einen hohen Film, der die Kreuzigung und das, die Geschichte von Jesus veräppelt. Du würdest sagen, Michael, du verstehst keinen Spaß, ist doch bloß schwarzer Humor. Nein, es gibt Dinge, wo ich keinen Spaß verstehe. Das lästert meinen Liebsten. Worüber lachen wir? Es sind bloß ein paar Fragen, die uns das aufzeigen. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir uns ein bisschen im Klaren werden, haben wir diese Weiche umgestellt und leben wir Tag für Tag mit dieser Weiche? Deinen Willen, Herr, deinen Willen, Vater. Und jetzt ist es vielleicht klarer geworden, wo du stehst. Jetzt ist es vielleicht klarer geworden, auf welcher Spur du fährst, auf welcher Spur du als Christ unterwegs bist. Und ich möchte dir sagen, wenn du wirklich in deinem Leben diese tiefgreifende Grundumstellung, diese tiefgreifende Grundweichenumstellung, diese Grundentscheidung getroffen hast,
ständig das höchste Gut von Gott und deinem Nächsten anzustreben, dann weißt du, dass du es weißt, dass du es weißt, dass du es weißt, weil du diese Entscheidung nicht zufällig getroffen hast, sondern mit deinem vollen Willen und Bewusstsein. Und wenn du sagst, ich weiß nicht recht, ich bin mir nicht sicher, verrät das eins und nur eins. Du hast diese Entscheidung, diese biblische Buße, die so heilswichtig ist, noch nicht getroffen. Das heißt, du hast noch nicht grundlegend Buße getan. Und das heißt, du hältst seine Gebote nicht. Seine entscheidenden Gebote, nämlich das höchste Gebot, an dem hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Liebe den Herrn, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, deinem ganzen Vermögen und deinen Nächsten wie dich selbst. In dieser Grundausrichtung, da hängen alle anderen Gebote dran. Und wir haben Botschaften in den letzten Wochen gehört, dass es beim Gebotehalten nicht um Neujahrsvorsätze geht oder Ärmel hochkrempeln und die Hände spucken, wird auch gelacht, jetzt halten wir ab sofort alle Gebote ein. Das führt uns nur zum Scheitern, wie wir wissen. Das führt uns nur die Selbstgerechtigkeit. Ich rede nicht davon, aber wir haben in der Botschaft vor 10 Tagen gesehen, dass wenn wir einen guten Vorsatz fassen, oh, jetzt will ich deine Gebote halten, werden wir immer besiegt vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir werden immer besiegt von der Schwachheit des Fleisches. Aber wenn wir den Hebel rumlegen, nicht Detailgebote aus eigener Kraft halten zu wollen, sondern von früh bis spät uns entscheiden, Gott nachzujagen, unserem Liebsten nachzujagen, dann leben wir nicht im ethisch-moralischen Hamsterrad. Dann leben wir nicht in der Besiegungsschleife von den 3 Gesetzen, die wir gehört haben, sondern leben wir in der Liebesbeziehung 24-7, dass wir seinen Willen tun wollen, weil wir ihn lieben wollen, weil wir ihn nachjagen, weil er uns das A und O, das Um und Auf, das Vor und Hinten und einfach alles im Leben ist. Das hat mit Liebe, mit Entschiedenheit zu tun, nicht mit moralischem Perfektionismus. Aber wenn wir diese Gebote nicht halten, weil wir diese Grundeinstellung so nicht leben, weil die Grundweiche nicht gestellt ist, dann halten wir seine entscheidenden Gebote nicht. Und das heißt, wir kennen Gott nicht wirklich, weil Gott nur der wirklich kennenlernt, der die Weiche auf Gott hin ausgestellt hat und umgestellt hat. Und wenn wir ihn nicht wirklich kennen, dann sind wir ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in uns, egal wie christlich wir denken, dass wir sind. Jetzt sehen wir, was Buße ist. Und wenn es dir so geht wie mir, hat uns bei unserer Bekehrung niemand genau das gesagt. Niemand hat uns gesagt, überschlag die Kosten, ob du dich wirklich bekehren willst, weil das heißt, dass du die Weichen des Lebens umstellst. Weil dein Lebensstreben ausrichten, Fokus und dein Ein und Alles auf Gott und das Wohl deines Nächsten umsetzt die Weiche und dabei bleibst. Nur so kannst du im Willen Gottes leben, im Licht Gottes leben, in der Fülle Gottes leben, in der Liebe Gottes leben, beständig. So kannst du unter seine Herrschaft treten, dass Jesus dein Herr ist und es nicht Lippengebabbel ist. Aber was haben wir und viele Christen stattdessen gemacht, weil wir es auch nicht besser wussten? Ich mache ja niemandem einen Vorwurf. Wir haben christlich angehaucht weiterhin, sind wir mal ehrlich, mehr oder weniger unser eigenes Ding gemacht. Und uns selber verwirklicht. Wir haben uns Nischen und Rückzugsräume vorbehalten. Wir sind in christliche Versammlungen gegangen, haben christliche Literatur gelesen, haben gebetet. Aber es war doch oft so ein bisschen ein Hobby. Es war doch oft so ein bisschen, ja, und jetzt habe ich Zeit für meine Sachen, meine Interessen. Und ich sage weh all den Christen, die dachten, ihre positionelle Gerechtigkeit wäre ihr Schutzschild, unter dem sie getrost weiterhin ein unheiliges, weltliches und ungehorsames Leben führen können. Wie betrogen sind so viele sogenannte Christen. Wie viele von sogenannten Geschwistern in unseren Gemeinden sind gar keine wirklichen Kinder Gottes, weil sie nie in diesem wirklichen Sinne Buße getan haben oder gar nicht bereit sind, es zu tun. Nochmal 1. Johannes 2, Verse 3 und 4. Daran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in diesem ist die Wahrheit nicht. Gott
hat uns diese Worte geschrieben in seinem heiligen, unveränderlichen Wort. Und er hat uns diese Worte übermittelt durch den sanftmütigsten Apostel der Liebe, den er hatte, Johannes. Und der nächste Vers sagt, wer auch immer aber sein Wort bewahrt. Was ist sein Wort? Er gebiet uns, Buße zu tun, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wer sein Wort bewahrt, in dem ist die Liebe Gottes wahrhaftig vollkommen gemacht worden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Nicht an einer Entscheidung, nicht an einer christlichen Historie, nicht an christlichen Erfahrungen, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und so wünsche ich dir, dass die Liebe Gottes heute auch vollkommen gemacht wird in dir. Und ich weiß nicht genau, wie wir jetzt weitermachen, aber mich macht diese Erkenntnis und auch diese Frage, die ich mich fragen muss und die du auch fragen musst, habe ich bei meiner Bekehrung oder habe ich seit meiner Bekehrung die Weiche so grundlegend umgestellt und ist die Weiche ständig so umgestellt und lebe ich auf dieser Spur? Wenn nicht, gebiet dir Gott heute, die Weiche umzustellen und sie umgestellt zu lassen, solange du lebst. Ihr Lieben, das ist nicht Gesetzlichkeit und das ist nicht Verdammnis. Das ist die Güte Gottes, die uns zur Buße leitet. Und glaubt nicht, dass wir jetzt eine Generalamnestie organisieren und dass ich ein Bußgebet für uns alle vorbete. Und nein, jeder von euch muss diese Kosten überschlagen. Und jeder von euch muss sich auch fragen, will ich das und bin ich dazu bereit? Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der im Gebet darauf reagieren möchte. Das heißt nicht, dass du damit schon vom Haken bist. Vielleicht will der Herr, dass du heute Abend weitermachst oder die nächsten Tage weitermachst damit. Das ist nicht eine Sache, die ein für alle Mal geschehen ist, aber vielleicht muss sie heute bei dem einen oder anderen von uns grundsätzlich geschehen. Und deshalb, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte beten, ich möchte mich vor Gott beugen, ich möchte das nachholen, was nicht geschehen ist in meinem Leben, dann kannst du kommen und kannst es tun. Es kann natürlich sein, dass es hier schon gemacht hat, aber ich glaube es fast nicht. Ja, wir müssen dem Herrn dankbar sein, dass er uns auch in dieser Gnadenzeit diese Offenbarung schenkt. Und wenn ich mein Innerstes und mein Leben so überprüfe, weiß ich, ich stehe vor einem Neubeginn. Ich stehe vor einem Neubeginn und ich muss meine Weichen wirklich nochmal umstellen. Ich muss mich überprüfen, ich muss mich neu ausrichten. Herr, und ich danke dir so sehr, dass du mit mir bist, dass du mit jedem bist, der sich neu ausrichten möchte, dass du mit jedem bist, der den wirklich ernsthaften Schritt gehen möchte. Ich bin so dankbar dafür, dass du uns da nicht in diesem Schritt alleine lässt, sondern du bist mit uns. Aber du möchtest von mir, von uns, eine Entscheidung haben. Eine endgültige Entscheidung. Eine Entscheidung, die mein Leben ändern wird. Eine Entscheidung, die mehr verlangt, als man als natürlicher Mensch geben imstande ist. Eine Entscheidung, die nur möglich ist, weil du in uns wohnst, weil du in mir wohnst und weil du vorangehen möchtest. Und ich spüre ein heftiges Verlangen, voranzugehen. Danke, Herr. Amen.
Ja, Herr, du weißt, ich hab dein Sprechen gehört und ich habe diese Weichenstellung vorgenommen, in der letzten Zeit ganz besonders, und es ist leider kein endgültige, das ist das Problem dabei. Ich weiß genau, dass du die Weiche umgestellt hast, und es ist wie wenn ich selber ein Dieb in der Nacht bin. Ich schleiche mich dann immer zurück und will es wieder umstellen. Das ist wie wenn ich bin in einem großen Bahnhof und da gibt es die 10 Gleise, die in die dicke, fette, leuchtende Richtung Jubel der Welt fahren. Und ich weiß genau, da vorne, weiß ich nicht, 200 Meter weg geht die Weiche weg und das ist die schmale Pforte, das ist die enge Pforte und die führt in die Herrlichkeit deiner Ewigkeit. Und dort will ich eigentlich hin. Nein, nicht eigentlich, ich will dorthin. Ich will dorthin. Und jedes Mal, wenn ich aufwache in der Früh, bin ich im Kampf mit mir, mich zu entscheiden, tue ich halt das, von dem ich weiß, was du willst, was dein Wille ist, oder gebe ich mir dem hin, was mir gerade vorkommt, was schön ist. Und ich möchte es nicht mehr her. Ich möchte kein Vergnügen mehr ausschließlich dabei empfinden, dem noch zu jagen oder das anzuschauen und zu verehren, was mir die Welt gerade vorsetzt. Denn ich will ja dich. Ich will dich, Herr Jesus. Ich will dich, Herr Jesus. Darf ich da helfen? Ja, bitte. Ich möchte euch allen helfen und ich glaube wirklich, es ist leichter, als wir denken. Was der Herr heute von uns will, ist, dass wir die Grundweiche stellen. Und ich frage mich, ob irgendeiner hier jemals diese Grundweiche gestellt. Ich glaube, die Heike hat sich vor ein paar Wochen richtig tiefgreifend bekehrt beim Herrn. So gesehen hast du diese Weiche gestellt und deswegen bleib bei dieser Weiche stehen. Aber nach meiner Einschätzung haben sicherlich 90% von allen, die hier sind, diese Weiche noch nicht ein einziges Mal wirklich umgestellt. Und ich glaube, die Versuchung, ständig hin und her zu schalten, kommt eigentlich daher, dass wir es nie wirklich umgestellt haben. Weil die Gnade, für, dass wir dabei bleiben, kommt von dieser ganz tiefgreifenden Grundbuße. Und ihr Lieben, es geht hier nicht mehr so um gute Vorsätze und morgen wieder ein bisschen besser probieren und ein bisschen den Herrn lieben und übermorgen wieder fallen und übermorgen wieder ein bisschen mehr. Nein, es geht darum, dass wir ganz tief diese Weiche so stellen, wie wir es wahrscheinlich noch nie gemacht haben. Und Gabi, es wird dich jetzt verwundern, aber ich habe es selber in dieser grundlegenden, tiefen Weise noch nicht gestellt. Und ich hab mich ein bisschen versucht, dem anzunähern und bisschen zu liebäugeln mit dem Weg, Gott zu wollen. Verstehst du mich? Mal mehr, mal weniger. Aber diese komplette Grundbuße, diese ganz tiefgreifende Grundbuße, habe ich nicht vollzogen. Und deswegen betrifft dich mich die Situation, wie sie dich betrifft. Und die Tatsache, wie du sprichst, verrät, dass du es auch noch nicht getan hast. Und wenn ihr ehrlich seid, die meisten von uns, wenn nicht sogar alle, fast alle, haben diese Sache nicht vollzogen. Und deshalb die Gnade, die du tun kannst, ist, dass du es machst, wenn du heute heimkommst, morgen oder jetzt hier in deinem Herzen. Aber vielleicht, und das ist die Hilfestellung, die wir anbieten können, wir können jetzt nur du bei dir und ich bei mir bleiben. Du machst es für dich und ich mache es für mich und ihr müsst es für euch machen. Versteht mich? Keiner kann es euch abnehmen. Wir können auch keine Show machen, weil das wird vor Gott nicht genügen. Aber wenn es ehrlich ist, dann wird es uns helfen. Und ich möchte ein Beispiel nennen. Der Herr hat mich gefragt, ob ich bis ans Ende meines Lebens völlig auf Alkohol verzichten würde. Ich hatte mit Alkohol kein Problem, aber ab und zu hat mir ein Glas Sekt geschmeckt und ein Glas Bier und so weiter. Und das ist jetzt 2 Jahre her und das war ein Opfer für mich. Aber als ich das spürte, dass der Herr das möchte, habe ich diese Grundweihe und Grundentscheidung vollzogen, ich werde kein Alkohol mehr trinken, nur aus Liebe zu Jesus. Und mich haben seither Leute gefragt, wie schaffst du das, Michael, nimmer dahinter zurückzugehen? Ganz einfach, ich habe mich entschieden und es gibt kein Zurück hinter diese Entscheidung. Und ich glaube, das ist eine Analogie, wenn du die Weiche umgestellt hast, lebst du nicht mehr für dich selber. Warum? Du hast die Weiche umgestellt und sie bleibt umgestellt.
Glauben nicht, dass du heimlich zurückdriftest. Du wirst nicht heimlich zurück. Diese Grundbuße gibt uns durch Gottes Geist die Gnade, auf der Spur zu bleiben. Und ich glaube, wir machen das beide. Lass uns einfach kurz beten und wir geben uns Gott hin. Ich weiß nicht, wie wir es machen, aber ich mache es irgendwie. Jesus, du bist mein Herr und ich danke dir auch wieder, Hans, für die Güte, die mich zur Buße leitet. Und es ist vielleicht beschämend, aber ich habe diese tiefe Buße nicht vollzogen. Und ob ich, was immer die Implikationen davon sind, steht nicht mir zu, das zu befinden. Aber eins weiß ich, ich muss und ich will danach bessern, ich will nachholen. Und ich will mich auf deine Seite stellen gegen mich. Und ich will sagen, Herr, ich will nicht mehr mich wollen, ich will dich wollen. Ich will diese Weiche jetzt umstellen. Ich stelle sie jetzt mit deiner Gnade um. Ich stelle den Kurs meines Lebens um. Ich stelle ihn um, so wie ich damals die Entscheidung umgestellt habe und nicht mehr zurückgegangen bin aus deiner Gnade. So stelle ich jetzt auch die Weiche um und ich gehe nicht mehr zurück aus deiner Gnade. Ich stelle sie um und solange ich lebe, solange ich atme, solange mein Herz schlägt, soll es um dich gehen, Herr. Will ich dich lieben von ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Vermögen, ganzem Herzen und meinen Nächsten wie mich selbst. In dieser Gesinnung will ich leben. Ich will nicht mehr mich, ich will nicht mehr mein Ding machen. Ich bin zutiefst betrübt, ich bitte dich um Vergebung. Aber Buße heißt einfach, ich ändere das jetzt und die Weiche wird umgestellt. Und jetzt bleibst dabei. Und ich danke dir, Vater. Und ich bezeuge das jetzt von der sichtbaren und unsichtbaren Welt her. Ja, Herr Jesus, das ist auch mein Begehr. Ich möchte diese Weiche, die endgültig, unwiderruflich, für immer auf deinem Weg, auf das, was du bist, denn du bist der Weg, gestellt ist, die stelle ich jetzt um. Und ich bekenne vor allen meinen Geschwistern hier, dass es mir noch nicht wirklich gelungen ist. Aber jetzt ist es endgültig. Endgültig. Und nichts wird mir davon abbringen, dir zu folgen und vor allem, Herr, deinen Willen zu wollen. Ich will deinen Willen tun. Ich will ihn denken, ich will ihn fühlen, ich will deinen Willen tun. Herr, du kennst mein Herz, du weißt es, das kommt wirklich vom tiefsten Inneren aus mir. Und du schenkst das Gelingen, Herr, ich danke dir. Amen. Ich danke dir. Danke, Herr.